Im Landkreis Gifhorn gibt es nur ca. 18 Kilometer nördlich der Stadt Gifhorn ein sehr schönes Stück Natur, das besonders im August zahlreiche Besucher aus nah und fern zu einem Spaziergang einlädt. Gemeint ist das Naturschutzgebiet Heiliger Hain, nordwestlich von Beetzhorn, eine Heidefläche, die bereits 1913 unter besonderen Schutz gestellt wurde und damit zu den ältesten Naturschutzgebieten in Niedersachsen zählt. Mein Nachmittagsspaziergang in den Heiligen Hain beginnt am Parkplatz an der Kreisstraße 5. Gegenüber vom Parkplatz nutze ich den schattigen Fußweg in Richtung zum Heidegebiet. Nach wenigen Metern komme ich an dieser Tafel vorbei mit Abbildungen des Naturschutzgebietes. Naja, die Tafel hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Gleich neben der Tafel steht dieser alte Wagen, der früher wohl mal ein Leiterwagen war. Ein Schild darin wirbt für Heidelbeeren zum Selberpflücken. Und weiter geht's Richtung Naturschutzgebiet. Dann fällt der Blick nach vorne links auf die erste purpurrote Heidefläche. Ja, das hat schon was. Der Mais auf dem Feld an der rechten Seite steht gut. Das ist so etwas wie landschaftliches Kontrastprogramm. Ob der wohl mal in einer Biogasanlage landet? Hier also nun der Beginn des Naturschutzgebietes. 56 Hektar umfasst die Fläche, die damit die größte Schutzfläche der Südheide ist. Schutz und Pflege dieser Heidefläche ist ein gemeinsames Anliegen der Gemeinde Warenholz, des Landkreises Gifhorn und der Bezirksregierung in Braunschweig und wird auch von privater Seite unterstützt und gefördert. So, nun aber hinein in den Heiligen Hain. Der Name entstand 1913 bei der Gründung des Schutzgebietes auf Vorschlag eines Hamburger Malers. Der hatte dabei ein Landschaftsgemälde des Schweizer Malers Arnold Böcklin im Sinn. Hermann Löns war damals gegen diesen Namen und hätte als Begriff lieber die originäre Flurbezeichnung gehabt. Das Schild Heitjapfad weist den Weg durch das Schutzgebiet. Von den vorgegebenen Pfaden abweichen darf man hier nicht. Neben offiziellen Führungen zu Fuß durch das Schutzgebiet werden hier gelegentlich auch mal Kremserfahrten unternommen. Dann sehe ich schon das Reetdach vom alten Schafstall. Mein Blick fällt noch auf eine kleine Heidefläche rechts, dann bin ich am Stall. Der Schafstall stammt wohl aus dem 17. Jahrhundert und wurde bis in die 1950er Jahre zur Unterbringung der Heidschnucken genutzt. Die grauen gehörnten Heidschnucken wurden hier zur Pflege der Heidefläche gehalten, aber auch die Wolle der Schafschuhe zweimal im Jahr, das Fleisch der Tiere und der Schafdung als Dünger waren sehr gefragt. Im Heiligen Hain laden zahlreiche Bänke an den Wegen zum Verweilen und einem Moment der Ruhe ein. Ist das nicht ein herrlicher Anblick? Die purpurrötlich blühende Heide, der grüne Waldgürtel im Hintergrund und darüber der blaue Himmel mit den weißen Wolken. Ich folge weiter dem Heitjapfad und ja, es ist einfach schön, bei sonnig warmem Wetter einen beschatteten Waldweg entlang zu gehen. An der linken Seite öffnet sich der Wald zu einer Lichtung. Auch ein schöner Anblick. Ich sehe das Hinweisschild zum Hermann-Löns-Stein und biege dann aber nach rechts ab, zurück in das Heidegebiet.
Auch von dieser Seite gibt es das Hinweisschild zum Lönsstein. Auf dem nächsten Bild sieht man, dass nur wenige Meter vom Pfad entfernt der normale Waldboden beginnt. Das Gelände ist hier leicht wellig und steigt etwas an. Die höchste Erhebung ist der Könschiersberg mit 80 Höhenmetern. Und wieder gehe ich hier einen teilweise beschatteten Pfad entlang. Ein paar Blicke habe ich noch auf die Heidelandschaft beiderseits des Pfades und dann bin ich an diesem sehr geschichtsbezogenen Stein mit der Gedenktafel von 1913. Die Gedenktafel erinnert an die Befreiung von den napoleonischen Truppen 1813, an das 25-jährige Regierungsjubiläum von Kaiser Wilhelm II. Und an die Vermählung des Prinzen Ernst August, Herzog von Braunschweig und Lüneburg, mit der Prinzessin Victoria Luise von Preußen. Diese Tafel zeigt noch einmal die Geschichte des Schutzgebietes Heiliger Hain. Es sind von hier aus nur noch wenige hundert Meter, dann habe ich die Grenze des Schutzgebietes erreicht. Das Maisfeld liegt nun an der linken Seite. Ja, das kann ich sagen. Es war ein schöner Nachmittagsspaziergang bei sonnigem Wetter durch die Beetzhorner Heide. Hermann Löns gilt als der bekannteste deutsche Heide- und Heimatdichter, der zahlreiche Romane, Gedichte, Liedtexte, Natur- und Tiergeschichten verfasst hat. Sein Lieblingsthema war die Heidelandschaft. Er arbeitete aber auch ab 1892, also mit 26 Jahren, in Hannover als sehr erfolgreicher Zeitungsredakteur. In dieser Zeit begann seine Zuneigung zur Natur und zur Jagd. Ab 1900 begann zunehmend seine mehr dichterische und schriftstellerische Arbeit. 1911 bereits setzte sich Hermann Löns für die Gründung des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide ein, des ersten Schutzgebietes in Deutschland. 1913 engagierte er sich dann auch für die Gründung des Schutzgebietes der Heidelandschaft bei Warenholz, Beetzhorn. Er war gegen die Bezeichnung Heiliger Hain, wollte die ursprüngliche Flurbezeichnung. Aber damals hat man sich für den Namen Heiliger Hain entschieden. 1914 meldete sich Hermann Löns, obwohl nicht gesund und bereits 48 Jahre alt, als Kriegsfreiwilliger zur Infanterie und an die Front. Wohl aus patriotischen Gründen. Er fiel bereits im September 14 in der Nähe von Reims in Frankreich. Seine Gebeine wurden mehrfach umgebettet. Erst 1935 fand er im Tiedlinger Wacholderhain bei Walsrode seine letzte Ruhestätte. Hermann Löns war nicht nur ein großartiger Journalist, Dichter und Schriftsteller, sondern war auch schon ein Vorkämpfer für den Schutz, die Respektierung und Erhaltung der Natur. Der Gedenkstein bei Beetzhorn erinnert ihm zur Ehre an sein gesamtes Werk. Ja, grün ist die Heide ist grün, aber rot sind die Rosen, ehe sie verblühen. Wer nach dem Spaziergang im Heiligen Hain jetzt Appetit bekommen hat auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen, sollte vielleicht mal das Hofcafé
in Beetzhorn aufsuchen, ist nur eine kleine Empfehlung.